Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. In der heutigen Folge möchte ich einmal sprechen über den Sinn oder Nichtsinn von Ratgebern, die beim Blackout dazu raten, dass man outdoor überleben soll. Mein Name ist Robert Junischke. Ich bin Energieexperte mit dem Schwerpunkt Krisenvorsorge. Ich berate im Rahmen des Business Continuity Managements klein- und mittelständische Unternehmen, wie sie mit den schon vorhandenen und noch auf uns zukommenden Krisen umgehen können. Und ich berate Privathaushalte zur Krisenprävention und zur Krisenbewältigung. Ja, ich war gestern bei einem Freund und da lagen einige Bücher zum Thema Blackout und Krisenvorsorge und dann habe ich ein Buch in die Hand genommen und mal durchgeblättert, das den Titel hatte Blackout Handbuch und ich blättere das Ding durch und ja, natürlich waren da auch die allgemein üblichen Checklisten drin, die man beim BBK runterladen kann, was ich eben an Lebensmitteln, Wasser und all den anderen notwendigen Dingen einlagern sollte, die ich brauche. Aber 90% des Buches haben sich mit Überleben in der Natur befasst. Und auf der Rückfahrt ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, wie realistisch es denn eigentlich ist, sich mit das Überleben in der Natur als Blackout-Prävention vorzuschlagen. Und dazu möchte ich in diesem Video einfach kurz Stellung beziehen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es irgendwann zu einem Blackout kommen wird. Dazu ist unsere Energieversorgung mittlerweile zu schlecht geworden. Und vor allen Dingen ist ja kein Ansatz erkennbar, dass sich hier mittelfristig oder kurzfristig was ändern würde. Das bedeutet, die Sicherheit unserer Energieversorgung leidet immer weiter und damit steigt die Wahrscheinlichkeit für den Blackout immer weiter an. Ich habe dazu ja auch gerade am Montag ein Video gepostet, was ich hier nochmal verlinke. Und wie gesagt, das ganze Thema ist für mich nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch, wann es zum Blackout kommt. Aber umso wichtiger ist natürlich, was sind sinnvolle Ratschläge und was eher wenig sinnvolle. Und dann möchte ich jetzt einfach mal die Frage stellen, wie soll das denn funktionieren, wenn es im Winter einen Blackout gibt? Wir haben Temperaturen von 0 bis minus 5 Grad. Es ist feucht, es schneit, es regnet. Und dann sollen viele Menschen, also wir reden zum Beispiel mal von Tausenden von Menschen, in der Natur überleben. Dann fängt es für mich erstmal an, wie sollen die Menschen sich warm halten? Wie sollen die Menschen sich ernähren? Denn sie müssten ja für mehrere Wochen die Nahrung mitnehmen in die Natur. Wie sollen sie da hinkommen? Nehmen wir jetzt mal, um es ein bisschen einfacher zu machen, den Großraum München. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner München hat, aber gehen wir mal davon aus, weil München ist eine hochbesiedelte Stadt, also ein sozialer Brennpunkt, wenn man so will. Das heißt, wenn es zum Zusammenbruch der Versorgung kommt, dann steht eben zu befürchten, dass es Unruhen gibt, dass eben Plünderungen stattfinden. Und dann sollen die Menschen aus Sicherheitsgründen eben aus der Stadt fliehen und im Umland überleben. Das heißt, sie müssten ja alles mitnehmen. Sie müssten eben dort schlafen können. Sie müssten dort sich mit Wasser versorgen können und, und. Und spätestens wenn man das bis dahin durchgespielt hat, stellt man fest, dass das doch eher unwahrscheinlich ist. Und jetzt möchte ich auch mal auf den demografischen Wandel zu sprechen kommen. Ein Großteil unserer Gesellschaft ist älter, ohne dass ich das jetzt genau beziffern will. Das heißt, da sind Menschen dabei, die auch körperlich nicht fit sind. Und dann gibt es einen Blackout-Ratgeber, der sagt, ja, Überleben in der Natur ist das Maß der Dinge, wenn es zu einem Blackout kommt. Also ich glaube, da merkt man schon so ein bisschen, dass das wahrscheinlich nicht zielführend sein wird. Und ich finde es halt schade, dass dann praktisch ein Buch, was eigentlich ein Prepper-Handbuch ist, mit dem gleichen Inhalt nochmal als Blackout-Buch verkauft wird und möglicherweise dann den Menschen die falsche Vorstellung von einer guten Vorsorge gibt. Und ich möchte nochmal daran appellieren, ich habe dazu auch ein kostenloses Webinar, also ich will hier gar kein Geld damit verdienen, dass ich was anderes möglicherweise verteufle, sondern ich habe ein kostenloses Webinar auf meiner Internetseite blackout-vorsorge-beratung.de.
zum Thema Überleben in der Großstadt, wo eben viele praktikable Informationen drin sind, wie man in einer Stadt überleben kann, wie man in der Stadt bleiben kann, wenn es zur Krise kommt. Natürlich brauchen wir gar nicht drüber sprechen, wäre es die beste Variante, wenn man aus der Stadt rausgeht, wenn man in einen nicht so dicht besiedelten Bereich geht. Aber das macht eigentlich nur Sinn, wenn der auch winterfest ist. Das heißt, wenn es sich, ich sage es jetzt mal ganz platt, um ein Ferienhäuschen handelt, das alle Annehmlichkeiten hat, dass man den Winter darin warm überstehen kann, dass eine Kochstelle hat, wo man, wenn auch mit Gas, eben heizen und kochen kann. Aber mit dem Zelt oder mit dem Rucksack aus einer Stadt flüchten, um dann möglicherweise noch mit einer Familie mit kleinen Kindern im Wald zu überleben, halte ich für absoluten, ja, ich muss es so sagen, Quatsch. Da sind dann auch Tipps zum Fallenstellen drin. Dann stelle ich mir mal die Frage, welcher 30-jährige Familienvater oder Familienmutter ist denn in der Lage, selbst wenn in der Falle ein Tier gefangen würde, das ordnungsgemäß zuzubereiten? Also erstmal, wie nennt man das? Ausweiden, Fell abziehen und dann nur mit offenem Feuer zuzubereiten. Also, wie gesagt, wer Outdoor machen will, ist ja alles gut und schön, aber das als Ratgeber für Blackout-Vorsorge in unserem dicht besiedelten Land ist für mich doch sehr zweifelhaft vom Nutzen her. Und ich habe am Samstag einen Vortrag gehalten und da kam natürlich auch wieder das Thema, was, wenn im dicht besiedelten Frankfurter Raum der Blackout kommt, also der Blackout käme in ganz Deutschland, aber was würde dann im dicht besiedelten Frankfurter Raum passieren? Und ja, da wird es einfach gefährlicher, als es das heute ist. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und trotzdem meine ich, ist es viel, viel besser, sich Strategien anzueignen, dort klarzukommen und die umzusetzen, als herzugehen und mit einer aus meiner Sicht sehr unrealistischen Lösung, nämlich dem Überleben im Hunsrück mitten im Wald für mehrere Wochen ja, zu agieren. Und das wollte ich in diesem kurzen Video nur mal zum Besten geben. Also nicht jeder Ratgeber, wo Blackout draufsteht, ist auch Blackout drin, zumindest meiner Meinung. Und wir müssen halt nicht von den Preppern ausgehen, die das jahrelang schon trainiert haben, die auch die richtige Ausrüstung haben und die körperliche Fitness, sondern wir müssen von Lieschen Müller oder der alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern ausgehen, die halt mitten in München, na eher nicht bei den Wohnungspreisen, am Rande von München, am Rande von Köln oder wo auch immer wohnen und wo vielleicht auch gar nicht so viel Natur da ist, wo man sich dann tatsächlich auch sicher aufhalten könnte. Und im Grunde ist es so, auch das muss ich immer wieder wiederholen, es gibt nicht die perfekte Vorsorge, es gibt nicht die perfekte Krisenvorbereitung, sondern die Krisenvorbereitung ist immer eine Mischung aus mir als Menschen mit meinen Kompetenzen, Fähigkeiten und auch mit, also sowohl mental als auch physisch, mit meiner Gesundheit, die sich von einem Moment auf den anderen verändern kann, mit meinen finanziellen Möglichkeiten, mit meiner Familie, mit all denen, mit denen ich zusammen das machen möchte oder machen muss, mit der Gemeinschaft, in der ich mich befinde. Und deswegen ist meine Anregung nach wie vor, schauen Sie, dass Sie eine leistungsfähige Gemeinschaft aufbauen können, damit Sie in der Krise nicht alleine sind. Wenn Sie es schaffen, eine größere Gemeinschaft zu bilden mit vielen, die gleichgesinnt sind und unterschiedliche Fähigkeiten haben, erhöhen Sie damit Ihre Resilienz und Ihre Überlebensfähigkeit in jeder Krise massivst. Und ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt, ich werde es aber auch weiter wiederholen. Wir gründen gerade den Verein CERT Europe. Wir sind noch ein bisschen mit Verwaltungsdingen behaftet, deswegen gibt es den Verein noch nicht, aber wir stehen unmittelbar davor. Wer sich aber schon informieren möchte, da habe ich den Link zur Internetseite und auch den Link zu unserer Informationsplattform, die sich allgemein mit Krisenresilienz und Krisenvorsorge befasst. Da kann man sich schon mal vorregistrieren
und kriegt dann laufend Informationen, wann es wie weitergeht. CERT Europe will mit seinem Programm Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das heißt, wir bieten realistische Ausbildungsprogramme sowohl als Webinare als auch als physische Präsenzveranstaltungen an, wo jeder in seinen Fähigkeiten verbessert wird mit den schon vorhandenen Krisen, aber auch mit den Krisen, die noch kommen werden, bestmöglich umzugehen, um die Krisen, die wir nicht vermeiden können, bestmöglich durchstehen zu können. Das war's zu diesem kurzen, kleinen, spontanen Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bitte, bitte teilen Sie mein Video, wenn Sie den Inhalt als sinnvoll erachten. Ich freue mich auch immer über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ihr, euer Robert Jungnischke.